Es wird Zeit für eine neue Gute-Nacht-Geschichte. Herzlich willkommen am Montagabend. Los geht's. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett. Der Kinderpodcast. Hier ist für euch die 1154. Gute-Nacht-Geschichte für Montagabend, den 23. Oktober. Morgen, in 2 Monaten, ist schon der Heilige Abend und in etwas mehr als in einem Monat wird die allererste Tür geöffnet vom Adventskalender. Und wenn ihr beim Ab ins Bett Adventskalender dabei sein möchtet, das gilt jetzt natürlich nur für die Eltern, dann sichert ihr euch jetzt 24 Geschichten von Pupsi, dem kleinen süßen Elefanten, wie er Weihnachten in diesem Jahr feiert. Und das Ganze kommt zu euch nach Haus mit dem Ab-ins-Bett-Adventskalender, den wohl buntesten Adventskalender, den es dieses Jahr gibt. Den gibt's jetzt online zu bestellen. Es gibt noch welche. Letztes Jahr war er ausverkauft vor dem 1.12. Wenn ihr dabei sein möchtet, jetzt sichern auf abinsbett.net. Hier ist das Recken und das Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute Abend, da bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 1154. Gute-Nacht-Geschichte für Montagabend, den 23.10. Murat und das mutige Mammut. Murat ist ein ganz normaler Junge. Es ist ein ganz normaler Tag. Es kann sogar heute an diesem Montag sein, als Murat in die neue Woche startet. Nicht nur in dieser Woche, sondern überhaupt. Murat liebt alles, was mit Dinosauriern und alten Kreaturen zu tun hat. In seinem Zimmer sind die Wände voll mit Dinosaurierpostern. Und jeden Abend liest er Bücher über die erstaunliche Geschichte dieser seltsamen Tiere. Doch heute ist es irgendwie anders. Heute Abend, da öffnet er ein Buch und plötzlich fällt ein Stein aus diesem Buch. Es ist natürlich ein Dinosaurierbuch. Murat fragt sich aber, wo der Stein jetzt herkommt. Da bückt er sich und hebt ihn auf. Der Stein ist ganz glatt. Er schimmert in einem geheimnisvollen dunklen Blau. Er ist ein richtiger Handschmeichler. Murat kann auch nicht widerstehen. Er nimmt den Stein mit in sein Bett. Dann später in der Nacht geschieht auch etwas Seltsames. Kurz bevor Murat einschläft, da ist er so im Halbschlaf und er hört ein lautes Brüllen und stampfende Schritte. Schnell öffnet er die Augen. Murat kann kaum glauben, was er sieht. Vor ihm steht ein leibhaftiges, lebendiges Mammut. Es ist riesengroß, flauschig. Und es scheint genauso überrascht zu sein wie Murat. Das Mammut stellt sich als Moto vor und erzählt Murat von einer Zeitreise, die durch den geheimnisvollen Stein aus dem Buch ermöglicht wurde. Murto nimmt Murat mit auf eine erstaunliche Reise in die Vergangenheit,
in eine Welt, in der Dinosaurier und alte Kreaturen leben. Murat ist begeistert. Nicht nur, dass er mit Murtu ein echtes Mammut kennengelernt hat. Nein, er ist doch begeistert, weil er das erste Mal echte, wahrhaftige Dinosaurier sieht. Und sie sind ihm ziemlich freundlich gegenüber. Das ist eine aufregende Nacht. Und mutig, so fühlt sich zumindest Murat, und das zu Recht. Nachdem die beiden ganz viele Eindrücke gesammelt haben, reisen sie zurück. Als Murat am nächsten Morgen aufwacht, da ist zwar der glänzende Stein verschwunden, aber Murat weiß ja, wo er ihn findet. Einfach im richtigen Buch. Außerdem weiß Murat genau wie du: jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr. abinsbett.net. Gute Nacht.